Ich begrüße euch zu einem weiteren Video in unserer Reihe der Grundlagen des Marxismus-Leninismus. Das ist der zweite Teil zum historischen Materialismus. Im ersten haben wir uns die Grundlagen der marxistischen Geschichtsauffassung angeschaut. Falls ihr mit dem Begriff historischer Materialismus noch nichts anfangen könnt, dann schaut euch am besten zuerst das vorherige Video an. Da erklären wir diesen Begriff. Jetzt wollen wir uns die verschiedenen Gesellschaften anschauen, in denen die Menschen historisch gelebt haben. Dabei werden wir uns auf die historischen Entwicklungen in Europa konzentrieren. Fangen wir mit der Urgesellschaft an. Die erste Gesellschaftsformation der Menschen war die Urgesellschaft. Die kleinste Einheit der Gesellschaft war der Clan, welcher auch Gens genannt wird. Deshalb wird hier auch oft von der Gentilgesellschaft gesprochen. Ein Clan war eine Gruppe von meist 500 bis 1000 Menschen, die sich auf eine gemeinsame Abstammung in der weiblichen Linie beriefen. Das nennt man die matrilineare Erbfolge, aber dazu später mehr. Alles, was im Clan alle anging, wurde von Frauen und Männern in gemeinsamer Versammlung entschieden. Staat, Patriarchat und Familie bestanden noch nicht. Wurde ein Clan zu groß, so teilte er sich auf. Die neuen Clans bildeten eine Fraterie mit gemeinsamen Traditionen, gemeinsamer Kultur und so weiter. Wurde eine Fraterie zu groß, teilte sie sich in mehrere neue Fraterien auf, die einen Stamm bildeten. Durch Teilung des Stamms in mehrere Stämme entstand das Volk, wobei es hier aber oft vorkam, dass auch nicht verwandte Stämme in den Volksverband aufgenommen wurden. Diese Entwicklung war offensichtlich so naheliegend, dass sie weltweit überall sehr ähnlich ablief. Die Produktivkräfte der Urgesellschaft waren noch sehr gering entwickelt. Die Menschen hatten einfache Produktionsinstrumente wie Pfeile oder Faustkeil und kannten sich nur wenig mit Ackerbau aus. Sie brauchten alles an Essen auf, was sie produzieren konnten und waren so der Natur mehr oder weniger ausgeliefert. Sie konnten keinen Überschuss produzieren. Die Produktion war so gestaltet, dass alle nach ihren Fähigkeiten an der gemeinsamen Arbeit teilgenommen haben. Dafür bekamen sie unabhängig von ihrer Leistung den gleichen Anteil. JägerInnen hatten zwar oft das Anrecht auf einen besonderen Teil der Beute, wie zum Beispiel den Kopf oder die Leber des Tieres, sie konnten damit aber keinen persönlichen Reichtum anhäufen, geschweige denn andere Menschen ausbeuten. Weil es keine Ausbeutung gab, kann man sagen, dass die Urgesellschaft eine klassenlose Gesellschaft war. Denn hätte sich jemand einen großen Teil der Beute selbst angeeignet, hätte dies das Überleben des gesamten Clans gefährdet. Ausbeutung war also einfach gar nicht möglich. Erst mit der Entwicklung der Produktivkräfte, des Ackerbaus und der Viehzucht war es den Menschen möglich, einen Überschuss zu produzieren, das Mehrprodukt. Damit beginnt auch die gesellschaftliche Arbeitsteilung. Immer mehr Menschen konnten von der unmittelbaren Produktion zum direkten Überleben freigestellt werden, um andere Aufgaben zu verrichten. Mit der Entwicklung der Arbeitsinstrumente und Kenntnisse entstanden spezialisierte Ackerbau- und Hirtenstämme. Neben den Hirtinnen entwickelten sich spezialisierte HandwerkerInnen. Gleichzeitig mussten die SpezialistInnen nun ihre Produkte tauschen, um an andere zu kommen, die ihnen fehlten. Es begann der Tauschhandel und bald darauf entstand auch das Geld. Es entstand eine neue Situation. Die Notwendigkeit der kollektiven Arbeit wurde aufgehoben. Der Gens war nicht mehr zum Überleben notwendig. Stattdessen reichte dafür die eigene Familie, die ein spezielles Produkt herstellte, zum Beispiel Getreide. Die dafür notwendigen Produktionsmittel, der Boden, einen primitiven Pflug, Saatgut und so weiter, hielt die Familie nun im privaten Besitz. Es entstand das Privateigentum an Produktionsmitteln. Dieses Privateigentum und die sich entwickelnde gesellschaftliche Arbeitsteilung begründeten die Entstehung des Patriarchats und die Spaltung der Gesellschaft in antagonistische Klassen. Bisher wurde das kollektive Eigentum des Clans von den Müttern auf die Töchter übertragen. Die Männer, die den Clan verließen, konnten nichts zum fremden Clan ihrer Frauen mitnehmen. Im Gegenteil, bei ihrem Tod fiel ihr geringer Privatbesitz an den Clan ihrer Mutter zurück. Das ist die matrilineare Erbfolge. Die Frauen nahmen die zentrale Stellung im Stamm ein, da sie die Kinder gebaren und so das Weiterleben des Stammes sicherstellten. Dazu kam noch, dass die Kinder nur jeweils der Mutter zugeordnet werden konnten und nicht dem Vater. Zu dieser Zeit existierten keine Abhängigkeiten der Frau vom Mann oder umgekehrt, denn die ökonomische Grundlage hierfür fehlte.
Diese ökonomische Grundlage kam mit der Entstehung des Privateigentums und der neuen Rolle der Frauen in der Produktion. Die produktiven Aufgaben wurden mehr und mehr Aufgaben der Männer. Je klarer die Arbeitsteilung wurde, desto abhängiger wurde die Frau vom Mann. Gleichzeitig führte die Möglichkeit, sich Privateigentum anzueignen, dazu, dass sich die Erbschaftslinien von der mütterlichen Seite zur väterlichen Seite hin änderten. Die Frau war nun sowohl ans Haus als auch ökonomisch an den Mann und die erste Form der Familie gefesselt. Das Patriarchat war entstanden. Die gesellschaftliche Entwicklung hat also die patriarchale Familie hervorgebracht, die Produktionsmittel besitzt, um damit das eigene Überleben zu sichern. Doch waren hier schon die Klassen entstanden? Um die Frage der Spaltung der Gesellschaft in Klassen zu verstehen, wollen wir uns zuerst ansehen, was Klassen überhaupt sind. Als Klassen bezeichnet man große Menschengruppen, die sich voneinander unterscheiden nach ihrem Platz in einem geschichtlich bestimmten System der gesellschaftlichen Produktion, nach ihrem Verhältnis zu den Produktionsmitteln, nach ihrer Rolle in der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit und folglich nach der Art der Erlangung und der Größe des Anteils am gesellschaftlichen Reichtum, über den sie verfügen. Klassen sind Gruppen von Menschen, von denen die eine sich die Arbeit einer anderen aneignen kann, infolge der Verschiedenheit ihres Platzes in einem bestimmten System der gesellschaftlichen Wirtschaft. Zwar wurde das aus der Arbeit der Familie fließende Mehrprodukt bereits zu einer Quelle von privatem Reichtum, sozialen Prestige und einer sozialen Differenzierung innerhalb der sich zersetzenden Urgesellschaft, aber erst mit dem systematischen, die ganze Gesellschaft umfassenden, ständigen Aneignen fremder Mehrprodukte bildeten sich wirklich große Menschengruppen im Sinne von Klassen heraus. Neben dem Privateigentum an Produktionsmitteln spielten bei der Entstehung der Klassen zwei weitere Aspekte eine wesentliche Rolle. Zum einen, dass sich reichere Familien oder Oberhäupter wie Priester die faktische Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel und die Möglichkeit, ständig und in größerem Umfang das Mehrprodukt fremder Arbeit in den verschiedensten Formen anzueignen, sicherten. Zum anderen war der Krieg ein weiterer Antrieb für die Entstehung von Klassen, da mit dem Stand der Produktivkräfte ein Überschuss produziert werden konnte und es sich lohnt, Menschen gefangen zu nehmen und auszubeuten. Die Sklavinnen und Sklaven waren entstanden. Oftmals beanspruchten Krieger einen besonderen Teil der Beute für sich. Während also früher die Beute einfach aufgegessen wurde, waren es jetzt Vieh und Sklavinnen, die den Reichtum Einzelner vergrößerten und über den Rest hoben. Hiermit entstand also auch die Spaltung der Gesellschaft in verschiedene Klassen. Wir konnten sehen, wie die auf dem gemeinschaftlichen Eigentum und der kollektiven Nutzung beruhenden Produktionsverhältnisse für die neuen Produktivkräfte zum Hindernis geworden waren. Sie behinderten ihre Entfaltung, weil sie der Differenzierung und Spezialisierung keinen Raum gaben. Daher mussten sie schließlich gesprengt und durch neue Produktionsverhältnisse abgelöst werden. Jetzt standen sich also zwei Hauptklassen gegenüber. Auf der einen Seite die rechtlosen Sklavinnen und Sklaven, auf der anderen Seite Sklavenhalterinnen, denen auch die anderen Produktionsmittel und der Grund und Boden gehörte. Das waren die beiden Hauptklassen. Daneben existierten natürlich auch andere Klassen freier Menschen. Es gab Bäuerinnen, Handwerkerinnen und Handwerker oder Eigentumslose, ruinierte Freie, die als Tagelöhnerinnen oder vom Betteln und Stehlen lebten. Heute lernen wir in der Schule, dass der Staat etwas ist, was es immer gab und immer geben wird. Doch das ist geschichtlich schlicht falsch. Denn den Staat gab es nicht immer. Er entstand in einer Übergangsperiode von der Urgesellschaft zur Sklavenhaltergesellschaft. Mit der Entstehung des Privateigentums und dem Unterschied zwischen Arm und Reich, genauso wie mit dem Patriarchat, wuchs die Macht einzelner Menschen. Je häufiger Kriege geführt wurden, desto mehr wurde es zu einem Hauptberuf, Führer im Krieg zu sein. Aus den gelegentlichen Sonderzuteilungen aus der Kriegsbeute für die besten Krieger wurden laufende Abgaben und der Einfluss der Berufskrieger wurde immer größer. Die Kriegsführer, die meist die einflussreichsten und reichsten Privateigentümer waren, wurden Stammesführer, die immer länger im Amt blieben. Schließlich wurden die Ämter erblich. Es entstanden die Königreiche. In der Sklavenhaltergesellschaft bildeten sich dann verschiedene Staatsformen aus. Neben der Monarchie gab es die Republik, die man weiter in Aristokratie und Demokratie unterteilen kann.
Alle diese Formen hatten gemeinsam, dass sie eine grundlegende Aufgabe für die SklavenhalterInnen erfüllten. Die Herrschenden brauchten zum Schutz ihrer Stellung, ihrer politischen Macht und ihrer Ausbeuterordnung, zur Niederhaltung der Sklavinnen und zum Erwerb neuer Sklavinnen besondere bewaffnete Einheiten, ein Mittel der Strafe und des Terrors und so weiter. Sie brauchten also das besondere Machtinstrument, das wir den Staat nennen. Der Staat ist also das Zwangsinstrument der Ausbeuterklasse zur Niederhaltung der ausgebeuteten Klasse. Durch die Entwicklung der Produktion war die herrschende Klasse nun fähig, aus dem Überschuss, den die Gesellschaft erzeugte, die erforderlichen Mittel abzuzweigen, um den Staatsapparat zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Dazu kam noch, dass die Ausbeuter in der Regel die geistigen Tätigkeiten übernommen hatten. Früher waren schon Clanchefs oft gleichzeitig Priester. Das führte jetzt in der Klassengesellschaft dazu, dass sie die Religion und die Ideologie nach ihren Interessen umformten. So begann die Ideologie der Herrschenden zur herrschenden Ideologie zu werden. Die neue Ordnung nutzte teilweise auch den ärmeren Stammesmitgliedern. Der König schützte mit seinen Kriegern ja auch die Ärmeren vor der Versklavung, Land- und Viehraub durch Fremde. Und eine im Krieg erfolgreiche Sklavenhaltergesellschaft bot darüber hinaus allen ökonomische Vorteile, zum Beispiel die Versorgung mit billigen Sklavinnen. So hofften die ärmeren Bäuerinnen und Handwerkerinnen, die noch selber arbeiten mussten, beim nächsten Kriegszug an billige Sklavinnen zu kommen und damit selbst Ausbeuter zu werden. So ähnlich wie es uns heute eingebläut wird, dass wir selbst Manager werden sollen, um Arbeiter unter uns zu haben. Mit der Versklavung von mehr und mehr Menschen entstand auch der Klassenkampf zwischen Sklavinnen und Sklavenhalter. Die Sklavinnen wollten sich mit ihrem elenden Schicksal, als Ding verkauft, geschändet oder sogar getötet zu werden, nicht abfinden. Es kam zu Aufständen. Der Sklavenaufstand unter Führung des Spartakus ist zwar der bekannteste, war aber weder der erste noch der größte Aufstand dieser Art. Die Sklavenhaltergesellschaft ging schließlich unter, weil die Produktivkräfte sich in ihr nicht weiterentwickeln konnten. Das heißt konkret, dass die Weiterentwicklung Produzentinnen erforderte, die ein gewisses Interesse an der Produktion hatten. Die Sklaven und Sklavinnen waren persönlich nicht oder nur in begrenztem Umfang am Einsatz und an der Entwicklung differenzierter Arbeitsmittel interessiert. Denn für sie bedeutete das keinen Vorteil. Sie blieben ein Ding für die Sklavenhalterin. Gleichzeitig war etwa in der Spätzeit des Römischen Reichs die Beschaffung billiger Sklavinnen immer schwieriger geworden. Die Sklavenhaltergesellschaft versuchte die Krise zu mildern, indem sie Sklavinnen und besitzlose ArbeiterInnen Bodenparzellen gegen Geld oder Naturalpacht übergab. Ihr Staat, also das Römische Reich, wurde durch heftige soziale Kämpfe der ausgebeuteten Bevölkerung und von innen ausgehöhlt und brach schließlich unter dem Ansturm von verschiedenen äußeren Feinden zusammen. Als auf den Trümmern des Römischen Reiches neue Königreiche entstanden, verteilten die neuen Herrscher den Boden an ihre Vertrauten. Die Bearbeitung des Bodens wurde abhängigen Bäuerinnen übertragen. Im Feudalismus stehen sich auf der einen Seite die Feudalherren und auf der anderen Seite die leibeigenen Bäuerinnen gegenüber. Die Feudalherren waren natürlich auch nicht alle gleich. Es gab kleinere, die abhängig waren von größeren, die wiederum den kleineren Schutz boten. So bildete sich eine Stufenleiter von niederem, mittlerem bis hohem Adel aus. Ähnlich war es auch in der Kirche, wo das einfache Volk nur als unterster Vertreter aufgenommen wurde. Klöster und Bischöfe waren reiche Grundbesitzer. In Deutschland besaß die Kirche ein Viertel des Grund- und Bodens. Dabei lebten alle diese Ausbeuter von der Arbeit der Bauern und Bäuerinnen. Die zweite Hauptklasse waren genau diese leibeigenen Bäuerinnen. Anfangs ehelten sie noch sehr stark den Sklaven. Sie konnten jedoch nicht mehr einfach so getötet werden, aber immer noch misshandelt, verkauft, getauscht werden und so weiter. Sie waren nicht vermögensfähig und durften ohne Zustimmung des Herrn nicht heiraten. Neben der Arbeit sie auch Frondienste leisten, also auf dem Feld ihres Herrn arbeiten, um einen Teil ihrer landwirtschaftlichen Erzeugnisse abgeben. Später gab es auch die Abgabe von Geld an den Herrn. Die ausgebeutete Bäuerinnenschaft kämpfte fast während der ganzen Zeit des Feudalismus gegen die feudalen Grundbesitzer.
Dabei konnte sie beachtliche Erfolge erzielen, zum Beispiel Teilwiderstand gegen einzelne Dienste und Abgaben, den Kampf um bessere Leihbedingungen, den Abzug in Gebiete mit günstigeren Siedlungsrechten oder in die Städte. Die Bauernaufstände entwickelten sich zu richtigen Bauernkriegen. Dabei stellten die Bäuerinnen Forderungen auf, die teilweise schon an die Ideen der utopischen Kommunisten herankamen. In Deutschland ist zum Beispiel Thomas Müntzer bekannt für seine führende Rolle in den Klassenkämpfen damals. Er strebte die vollkommene Abschaffung der Ausbeutung an, allerdings war er stark durch eine christliche Überzeugung geprägt. Letztendlich musste die feudale Ordnung aber nicht wegen des Widerstandes der Bäuerinnen, sondern wegen der entstehenden kapitalistischen Gesellschaft untergehen. Neben den beiden Hauptklassen hatten sich in den Städten Kaufleute und handwerkliche Warenproduzenten herausgebildet, die gemeinsam den Beginn der bürgerlichen Klasse ausmachten. Dazu kam noch, dass immer mehr Bauern verarmten und von ihrem Land verdrängt wurden, was sie in die Städte trieb. Nun musste also die Feudalgesellschaft beseitigt werden, da die Verbesserung und Höherentwicklung der Produktionstechnik und die Ausweitung der Produktion die Konzentration von Produktionsmitteln und Arbeitskräften in großen Produktionsstädten voraussetzte. Das war innerhalb der Feudalgesellschaft durch die persönliche Abhängigkeit der Bäuerinnen, ihre Bindung an den Grund und Boden und andere gesetzliche Einschränkungen, die die HandwerkerInnen einengten, nicht möglich. Bald sammelten sich mehr und mehr Arme in den Städten, wo neue Produktionstechniken angewandt wurden, wie etwa die Manufaktur. Auf der anderen Seite wurden die Geschäftsleute, die Kapitalisten, immer reicher und strebten danach, eine neue Ordnung zu errichten, die ihnen keine Schranken mehr setzen würde. Mit einer Reihe bürgerlicher Revolutionen wurde die alte feudale Ordnung gestürzt. Damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Als nächstes wollen wir weiter voranschreiten und uns den Kapitalismus und dann schließlich den Sozialismus und den Kommunismus anschauen. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentarspalte. Bis zum nächsten Mal.